ist Monika Weiß von Wunderbare Stempelwelt und ich zeige dir heute, wie man Grundkarten gestaltet. Ich glaube, das ist die häufigste Frage, die mir gestellt wird. Wie gestaltest du deine Grundkarten? Und es gibt natürlich viele Sonderformen, aber so mal Maße zu haben für Grundkarten ist tatsächlich sehr wichtig. Und ihr seht schon, es gibt eine große Auswahl. Ich nehme mal die großen weg und fange bei den kleinen an und ihr bekommt alle Maße dann mit dazu. Das ist die häufigste Art, würde ich sagen, die auch so versendet wird. Das ist einfach die Standardkarte, die über die lange Seite gefalzt wird und ja, die man auch in den Standard-Kuverts verschicken kann. Ich zeige euch das auch gleich dazu. Und aus einem Stück A4 bekommt man zwei idente Karten und die könnte man dann natürlich auch quer verwenden, um sie von unten nach oben zu öffnen oder auch manchmal je nach Kartendesign und Innengestaltung auch mal, dass sie von oben nach unten öffnet. Auch das ist möglich. Dieselbe Karte gibt es dann einfach auch über die kurze Seite gefalzt. Also hier haben wir die lange, hier haben wir die kurze Seite. Und dann öffnet die quere Karte zur Seite und nicht mehr von unten nach oben, wie bei dieser hier. Und die Hochkarte, die würde dann tatsächlich oder wechselt dann tatsächlich von unten nach oben. Also das sind die identen Karten, aber einfach die Falzlinie ist anders. Dann gibt es noch die Form mit DIN lang. Das ist auch aus A4 Papier gestaltet und klappt entweder wieder nach oben oder unten. Da ist einfach die lange Seite noch länger. Da braucht man dann auch die langen Kuverts. Und dann gibt es noch A4 halbiert, einfach so. Das ist dann eine großformatige Karte, wenn man vielleicht viel Platz braucht für die Gestaltung und oder viele Personen unterschreiben müssen, dann ist das eine sehr gute Variante. Auch diese Karte kann man quer verwenden, um sie zu öffnen. Und was ich jetzt nicht gemacht habe, sie in die andere Richtung zu falzen, nämlich so zu falzen, um sie dann hier herunter zu klappen, weil das einfach fürs Kartenmaß ziemlich schwierig ist, um dann ein passendes Kuvert zu bekommen. Wenn man es auch als Deko verwendet, dann ist das auch eine gute Alternative, wenn man so lange Schilder braucht. Und zu guter Letzt, als Standardmaß gibt es auch noch die quadratische Form. Und auch hier kann man wieder entscheiden, in welche Richtung das sie aufklappen soll, ob man sie dann als Aufsteller verwenden möchte, so oder so, je nachdem. Ob man vielleicht vom Innenleben auch noch was sehen möchte, da gibt es sehr viel Raum. Und ich zeige euch jetzt alle diese Standardkarten und ich denke, es gibt einfach auch so Maße, die verwenden alle. Das ist nicht meine Erfindung und kann ich so nicht für mich nehmen, aber ich wollte es dir einfach auch mal zeigen, was man dann mitmachen kann. Und ich habe trotzdem so meine Variante mit hineingebracht und womöglich, also ich hebe da kein Urheberrecht drauf. Das werden andere auch so machen, aber ich, wer mich kennt, weiß genau, ich mag keinen Verschnitt und zu viel Reste haben. Deswegen habe ich auch immer so den Monika-Style mit drin und mal sehen, ob dir der dann gefällt. Für alle Karten gibt es auch die passenden Aufleger mit dazu, um sie zu schichten. Und du bekommst alle Maße. Ich habe da schon einen Block mit Notizen neben mir liegen. Die kriegst du natürlich und entscheide vielleicht erst im Nachhinein, für welche Kartenform du dich entscheidest. Ich würde hier jetzt noch nicht mitbasteln, weil ich habe auch in der Vorbereitung gemerkt, das sind so viele Maße, die man da überall hat, dass es tatsächlich viel werden könnte. Also lehn dich zurück, schau mal zu und dann im Nachhinein kannst du ja immer zur Variante dann scrollen und schauen, was gefällt dir am besten. So, ich räume mal kurz etwas auf, damit ich dann in der Reihenfolge wieder weiß, was wann dran ist.
Und dann beginnen wir gleich mal mit den Karten. So, das ist die erste Seite von meinem Blog. Und die Masse schreibe ich dann auch auf meine, oder werde ich auf meiner wunderbaren Stempelweltseite im Blog auch nochmal dazu verlinken, dass ihr da das dann einfach auch als PDF kriegen könnt. Und ihr seht schon, es gibt ziemlich viele Varianten und da hinten sind dann noch die anderen. Dazu kommen wir noch. Das ist ganz klar Standardkarte Variante 1 und hier wird alles aus Grundweiß A4 gebastelt. Und wer A4 erfunden hat, hat sich gedacht, 21 mal 29,7 ist eine gute Zahl und mit 29,7 wird einfach das Berechnen dann ja außergewöhnlich und deswegen machen ganz viele ein Maß von 14,5 dann für den Zuschnitt, weil 2 mal 14,5 gibt 29 cm. Dann hat man zwar einen kleinen Rest, aber es wird immer logisch. Und auch die Aufleger passen dazu. Da kann man es leicht berechnen, dann immer, wenn man 5 mm kleiner wird oder 0,5 cm, dann hat man leicht zu merkende Schritte. Das finde ich selber auch super. Hinten kommt dann meine zweite Version. Wir schneiden mal, damit ihr das gesehen habt und damit ihr auch Tipps kriegt von mir, wie man das vielleicht am besten schneidet. Und wir nehmen unseren Papierschneider und natürlich ein Blatt A4-Papier. Ich rück das noch mal etwas her und jetzt steht ihr da dabei hochfalzen bei 10,5 cm. Mit hoch meint man immer das Blatt so einzulegen, das ist hoch und das wäre quer. Man kann sich das vielleicht auch merken, weil der Buchstabe H, der sieht dann so aus und bildet dieses schöne Format, das wäre hoch. So, und jetzt machen wir einfach das, was drin steht. Ich lege das Papier ein und falls du dich doch entschieden hast, mitzumachen, sehr gerne sei dabei. Jetzt muss ich das auf diese Seite legen. Ja, das sieht man noch. So, also quer einlegen, oben gut anlegen, damit es nicht schief wird. Oben den Anschlag nutzen, auf 10,5 rüberschieben. Entschuldigung. Und dann darauf achten, nicht mit der dunklen Klinge, sondern mit der hellen Klinge eine Falzlinie ziehen. Und da ist jetzt eben die Schwierigkeit, auch wie fest muss man drücken und das muss man selber ein bisschen entdecken. Beim Schneiden und Falzen niemals das Lineal halten, sondern tatsächlich schauen, dass das Papier gehalten wird, dass das stabil bleibt. Und dann auch hier nicht den Druck in verschiedene Richtungen zu geben, weil hier gibt es ein bisschen Spiel. Das ist auch so gewollt. Also schön runterziehen. Und dann einfach mal vielleicht vorsichtiger starten. Dann kann man das Ganze noch einmal aufklappen und schauen, ob die Linie schon gut genug sichtbar ist. Sollte das nicht reichen, einfach wieder zuklappen und nochmal drüber fahren. Dann hat man so ein Gefühl dafür, wie fest drücke ich an, weil das einfach jeder anders macht. So, hier sieht man dann diese Falzlinie. Und jetzt kommt Querschneiden zweimal bei 14,5, weil wir machen ja gleich zwei Karten. Wir müssen nichts ausklappen, sondern einfach bei 14,5 hier wieder anlegen und jetzt schneiden. Und jetzt ist das Stück, das linke Stück, das hier aufliegt, das ist die richtige Karte. Wenn wir diese dazulegen, ich lasse jetzt mal bewusst liegen. Wenn wir die auf dieselbe Höhe legen, sehen wir, diese Karte ist breiter. Da sind ja noch zu viele, da ist noch zu viel Papier dabei. Die Karte von der linken Seite, das ist schon ein fertiges Stück. Und jetzt kommt noch dieses Teil. Und ich habe ja hier diesen Schnitt, diese Schnittkante. Jetzt lege ich es mal kurz raus, damit ihr das sehen könnt. Da ist die Schnittkante meistens ein bisschen umgebogen und
verfranst. Deswegen, wenn das Papier so liegt, ich nehme das raus, drehe das einmal herum. Jetzt habe ich wieder diese, also unter Anführungszeichen, hässliche Schnittfläche hier. Kann hier wieder bei 14,5 anlegen und schneide diesen kleinen schmalen Streifen weg. Das sind die 7 mm, die jetzt überbleiben. Und jetzt habe ich hier wieder diese lasergeschnittene schöne Kante und hier auch wieder nur eine. Sonst hätte man die auf beiden Seiten, wenn da die Schneideklinge nicht mehr so gut schneidet. Ja, sieht das dann vielleicht nicht mehr so schön aus. Diesen kleinen Rest ab in die Tonne. Und hier haben wir dann schon diese zwei Karten. Jetzt brauchen wir ein Falzbein. So. Und jetzt kommt auch noch mein Trick dazu, wie falze ich denn die Karte. Und wir haben ja hier diese Vertiefungsrille und auf der anderen Seite haben wir diesen Wulst. Der sieht aus wie ein kleiner Berg und für meine Kunden, Bastelfreunde, sage ich immer, bei mir liegt der Berg oben, so wie das auf der Landkarte auch wäre, und ich falze über den Berg. Der Berg ist also innen, weil diese Seite ist ja schon gedehnt und wenn die jetzt zusammengeklappt wird, macht das dieser Seite nicht zu viel. Diese würde vielleicht etwas aufrauen. Ich klappe deswegen immer über den Berg und bilde mir ein, dass das schöner wird. Und dann knicke ich hier nicht sofort, sondern ich lege mir mal die Ecken schön übereinander. Schiebe die so her, dass sie gut stimmen. Und würde jetzt die Karte nicht passen, ich drehe es mal um, weil ich es gleich merke. Hier habe ich nicht ganz, so sieht man das nicht. Wenn man das, ich verschiebe es mal bewusst, wenn man nicht ganz perfekt gefalzt hat, dann sind die vielleicht so ein bisschen verschoben, dass die Karte nicht schön schließen würde. Hier unten die Fingernägel ein wenig anlegen, dann kann man die zwei gut zusammenschieben, dass sie hier perfekt stimmen. Und hier haben wir jetzt ja noch die Falzlinie und da kann man jetzt mit dem Falzbein drüber fahren. Das heißt, dass die Linie vielleicht ein bisschen verschoben wird hier, aber die Karte passt jetzt. Perfekt. Wenn das so wäre, ist das meine Rückseite, auf der ich gefalzt habe. Und sonst nehme ich das anders. Also ich immer hier lege ich hier die Fingernägel etwas an, um einen Anschlag zu bekommen. Achte darauf, dass die Ecken gut passen. Und dann kann schon gefalzt werden. Und schon sind zwei Karten fertig. Und jetzt gibt es für die Aufleger, das muss ich mir von dieser Seite holen, die habe ich euch schon zugeschnitten, gibt es zwei Möglichkeiten. Und egal, ob ihr dann für den Hintergrund Farbkarton oder Designerpapier verwendet, das ist dann ja dasselbe. Variante 1 ist 10 x 14 cm geschnitten. Da müsstet ihr beim Designpapier einfach darauf achten, wie lege ich es in den Papierschneider ein, damit der Musterverlauf wieder stimmt. Also egal ob Farbkarton oder Designerpapier, hier würde ich beide 10 x 14 cm schneiden, um hier minus 0,5 zu rechnen. Das ist sehr leicht, weil man ja 10,5 mal 14,5 hat. Da kann man sich es leicht merken, immer einen halben Zentimeter weg. Dasselbe gilt dann auch für das Papier in Grundweiß. Auch wieder einfach vom ersten Maß einen halben Zentimeter weg, vom zweiten Maß einen halben Zentimeter weg. Und schon habe ich den Auflieger so, dass er, wenn ich den schön mittig platziere, dass der rundherum den gleichen Abstand hat. Jetzt drehe ich das nochmal um, lege das schön her und zeige euch die zweite Variante. Das ist dasselbe Designerpapier, derselbe Farbkarton. Und um das etwas filigraner zu gestalten, könnte man auch nur 3 mm, also 0,3 cm abziehen und dann immer wieder vom Standardmaß 3 mm weg. Und auch hier 3 mm weg, würde bedeuten 10,2, 14,2,
nächste Lage wieder 3 mm weg und so weiter. Da kann man viele, viele Lagen mit dazu machen. Das ist jetzt einfach eine Nuance größer wie dieses Papier, damit der Rand dann auf der Karte schmaler wird. Und auch hier, ihr seht schon, dieses Papier, da ist der Rahmen etwas breiter. Hier ist der filigraner und das ist einfach ein Stilelement, je nachdem, wie ich meine Karte gestaltet haben möchte oder wie viel davon ich verwenden möchte, kann ich mir das dann so auflegen. Und ihr seht schon hier, der Abstand ist immer ident. Man könnte jetzt auch sagen, ich möchte gleich noch kleiner gehen und lasse einfach eines weg. Dann habe ich hier gleich einen kleineren Bereich. Mach das so, wie es dir am besten gefällt. Und ob die Karte dann eben mit dem Aufleger verwendet wird, den kann man auch so wie jetzt gerade hier so ein bisschen schräg drauf, dann hat man wieder einen anderen Effekt, aber stimmen die Maße einfach immer überein, es ist ident. Oder die Karte einfach nur mit dem Designpapier zu verwenden und da vielleicht noch was dazu zu gestalten, so kann man das gut verwenden. Das sind also die Maße für die Grundkarte Variante 1, das ist eben dieses, muss ich es nochmal holen, die Karte über die lange Seite gefalzt. Und eben so oder so, ganz egal. Und da passen jetzt die Kuvert dazu oder Umschläge, je nachdem welches Wort ihr verwendet. Die von Stampin' Up verwende ich da, weil sie einfach sehr schön sind, weil sie hinten diesen schönen Bogenverschluss haben und das ist einfach das Standardmaß, C6 heißt das. Ja, also habt ihr schon die Karte passend für euer Kuvert mit dabei und habt eine fertig gestaltete Karte. Und jetzt ist einfach der Zuschnitt bei der Variante 2 so, dass man die Falzlinie anders zieht. Wir haben jetzt ja hoch eingelegt und bei 10,5 gefalzt. Jetzt machen wir das anders und wir falzen quer bei 14,5. Wir beginnen immer zuerst mit der Falzung, damit wir gleich zwei Karten haben und da nicht mehr Arbeit haben, indem wir das doppelt machen müssen. Also bei 14,5 anlegen und falzen mit der hellen Klinge. Und jetzt müssen wir aber tatsächlich ausklappen, weil wir müssen jetzt ja das Papier gleich, wenn wir es schon eingelegt haben, bei 29 cm abschneiden. Rüberschieben auf 29 cm, dann kommen wieder diese 7 mm, ein kleiner Streifen kommt weg. Ja, man könnte da kleine Texte drauf schreiben, bei mir ist das meistens mal grundsätzlich Abfall. Für mich einfach so ein Maß, wo ich dann mal sage, okay, es rentiert sich nicht mehr, das Papier zur Seite zu legen. Jetzt wechseln wir das Blatt von quer, wo wir die Falzlinie haben, auf Hochformat. Und jetzt wird bei 10,5 cm geschnitten. Schön einlegen und schneiden. Und schon sind wieder beide Karten fertig. Und jetzt haben wir einfach die Falzung auf der kurzen Seite anders wie zuvor. Die Aufleger, die sind hier ident. Das passt genauso dazu, weil wir an Kartengröße nichts verändert haben. Also die Aufleger von der ersten Karte kann man dann auch hier verwenden. Kein Problem, das passt auch auf diese Karte. Auch der weiße natürlich, das ist die Karte selber, das falsche herausgezogen, der passt hier nicht dazu. Schon gibt es Verwirrung, nein, ganz leicht, man muss sich nur für die eine oder die andere Variante entscheiden. So würde das dann schon passen.
Und auch hier ein Tipp, wenn ihr Farbkarton wendet, um diese Sachen zuzuschneiden, jetzt habe ich keinen Farbkarton da, stellt euch mal vor, das wäre eure Lieblingsfarbe, dann würde ich hier auch wieder beim Zuschnitt mit diesem Maß beginnen, 14 cm zu schneiden und dann gleich umdrehen und 2x10 herauszuschneiden. Dann habt ihr noch eine möglichst große Fläche über, die ihr dann ja nochmal verwenden könntet. Also aus einem Blatt Farbkarton kann man dann 4 Aufleger machen und so gestalte ich das auch mit dem wieder mit Grundweiß. Genau dasselbe. So, und jetzt kommt Monika's Style. Monika's Style heißt einfach weniger Verschnitt, weniger Reste, ist immer noch dasselbe Kuvert. Nur was ich jetzt mache ist, ich nehme das tatsächliche A4-Maß mit den 29,7 und halbiere die 29,7. Das sieht dann so aus. Erste Variante immer noch ident. Hoch einlegen, falzen bei 10,5 cm. Und dann, wenn wir quer einlegen, machen wir jetzt nicht 14,5. 14,5 haben einen Abschnittstreifen, sondern wir halbieren das Papier einfach. Das heißt aber 14,85 cm. Egal, ob Variante 1 oder 2, 14,85. 14,5,678 und dann hier einfach noch ein bisschen drüber, dass diese Linie dann so in der Mitte liegt. Nicht mehr bei 8, nicht bei 9, sondern einfach diese Nuance dazwischen. Jetzt lege ich mir das nochmal schön hin. 6, 7, 8 und eine Nuance weiter. Dann können wir hier schon schneiden und haben automatisch 2 gleich große Karten. Dann gibt es einfach nur mehr einen Schnitt statt 2 Schnitte und es gibt keinen Reststreifen. Der Rest von der Karte ist ident. Nur müssen wir jetzt andere Auflieger machen, weil die ja von der Größe nicht mehr dazu passen. Ich habe hier mal die Farbe gewechselt, damit das dann ja, vielleicht im Nachsehen nicht verwechselt wird. Hier wieder beim Aufleger dasselbe Prinzip. Minus 0,5, minus 0,3, also 5 oder 3 mm. Und jetzt sind wir wieder vom Standardmaß einfach immer ident viel abziehen. Das heißt bei 10,5, minus 0,5, 10, dann 9,5, immer so weiter. Und bei den 14,85 auch, dann ist es das Maß 14,35, 13,85, dann wären es wieder 13,35, 12,85 und so geht es immer weiter. Selbes Spiel, einfach andere Maße mit 3 mm. Das ist vielleicht am Anfang ein bisschen eine Denkaufgabe, aber man hat die Maße ja schnell bei der Hand. Und so ist das eben auch bei dieser Karte. Was ich euch aber noch zeigen wollte, ist einfach vielleicht der Größenunterschied. Das war die Karte, die wir vorher gestaltet haben. Und diese Karte ist jetzt einfach um diese 3,5 mm größer. Ich finde das tatsächlich auch zum Kuvert noch ein bisschen passender, weil es dann im Gesamtformat schöner ausgefüllt wird. Hier hat man dann einfach vom Gefühl her ein bisschen mehr Breite über als wie hier. Aber ja, das ist dann schon viel Perfektionismus. In meinem Leben hat der Platz, der muss aber nicht überall Platz haben. Nur wenn du dich damit wohlfühlst, kannst du das ja vielleicht übernehmen. Hier eben wieder diese Aufleger, eben mit den neuen Maßen. Wieder so gestaltet, dass der Rahmen etwas größer ist oder so, dass der Rahmen wieder etwas kleiner wird, diese Linie oder schmaler. Wieder einfach ein Gestaltungselement, natürlich dasselbe dann mit Designerpapier.
Das ist also Variante 3, Monika-Style, weniger Schnitt. Umschlag immer noch dasselbe, C6, das passt bei beiden. Und ihr habt einfach neue Maße, die ihr euch merkt oder verwendet. Das war's schon. Mehr gibt es dazu, würde ich sagen, gar nicht mehr zu tun. Ich habe, da ich das schon vorbereitet habe, jetzt sehr viele Karten zur Gestaltung. Das freut mich, weil dann habe ich gleich weniger Arbeit. So, und jetzt kommt noch bei A4 allgemein die Variante mit DIN lang, heißt das. Da sind auch die Kuverts anders. Ich hole mir die immer vom Bastelladen, weil Stampin' Up! Dieses Format leider nicht hat. Ich habe eine Variante gefunden, die auch diese Umschlagklappen hat, die etwas gerundet sind. Was ich lieber mag, wie dieses Dreieck, dieses Standard, das es so zu büromäßig macht. Und ja, ich bekomme da nichts bezahlt. Ich habe einfach diese Variante, gibt es bei mir im Bastelladen. Aber hier geht es vielleicht noch um die Größe. 224 x 114 mm und da heißt das Kuvert dann C65 oder ganz oft hört man einfach auch DIN lang als Bezeichnung für das Kuvert. Es gibt auch ein paar Nuancen hier, macht euch da nicht verrückt, schaut mal, wie das dann hier mit dazu passt, ob es wirklich passend ist, aber mit DIN lang oder C65 macht ihr eigentlich nichts verkehrt. Jetzt zeige ich dir aber wieder, wie man das schneidet. Und das ist ganz einfach. Wieder ein A4-Papier. Das legt man sich quer hin und falzt bei 10,5 cm. Also wieder mit der hellen Klinge. 10,5. Schön anlegen. Falzen mit der hellen Klinge und dann das Papier durchschieben, weil wir immer noch quer sind und wir schneiden jetzt bei 21 cm. Das ist einfach das doppelte Maß dazu, 10,5 mal 2, dann sind beide Hälften ident. Wieder schön das Papier oben anlegen, nicht vergessen, nicht das Lineal halten, nur das Papier und da gibt es jetzt eben diesen Abschnitt. Und hier wieder gibt es dann die Karte im DIN-Lang-Format und man hat jetzt damit auch ein leicht zu merkendes Maß, weil die Karte ist ja 21 x 21 cm, also eigentlich quadratisch und wird dann einfach halbiert. Ob man sie quer nimmt oder hoch nimmt, sei wieder euch überlassen. Den Reststreifen kann man verwenden für irgendwelche Deko oder Etiketten oder was man eben braucht. Und manchmal mache ich es auch so, dass ich mir das bei 10,5 nochmal falze, wenn ich es quer eingelegt habe. Dann habe ich so ein kleines Kärtchen im Sonderformat. Das kann man auch gut irgendwo mal dazulegen zu einem Geschenk oder bei einem Blumensträußchen mit dranhängen oder sowas, dann hat man einfach auch die Reste gut verwertet und hat nochmal so ein kleines schickes Kärtchen. So, das war schon Variante 3. Bei den Aufliegern macht dasselbe wie bisher. Entweder 0,5 weg oder 0,3 weg. In dem Fall hätten wir 21 und 10,5 als Grundmaß und wieder immer 0,5er Schritte weg oder 0,3er Schritte weg. Das könnt ihr euch bestimmt leicht ausrechnen oder denken. Und dann gibt es Variante 4. Variante 4 ist dieses Großformat der Karte, also eigentlich die Grundkarte im gleichen Seitenverhältnis, aber einfach viel größer. Das ist A4 halbiert, da hat man eigentlich überhaupt gar nicht viel Arbeit, weil man einfach wieder und hier halbiert, heißt 14,85. 14,5678, ein Stückchen weiter, halbieren, indem man die Falzlinie zieht. Wieder über den Berg klappen. Üblicherweise würde ich das jetzt mit dem Falzbein machen. Und ich merke gerade, hier sieht man das jetzt vielleicht, ja, das ist
nicht perfekt übereinander liegt. Deswegen zeige ich auch nochmal meinen Trick. Hier vorne die Fingernägel anstellen. Achten, dass die Kuppen gut passen. Und jetzt sieht man hier schon, es gibt mehr Widerstand, das steht mehr auf. Macht nichts, wenn man es vorne gut hält, damit nichts mehr verrutscht, kann man hier hinten einfach drüber streifen und das Papier gibt nach. Deswegen wird die Seite nicht hässlich, aber es stimmt dann besser zusammen. Das war schon Variante 4. Und jetzt gibt es noch was, und zwar die quadratischen Karten. Und da gibt es wieder mehr Varianten. Oh, Umschlag habe ich heute hier noch nicht erzählt. Für die Großvariante Umschlagkuvert C5 ist hier die Bezeichnung. Wieder unbezahlte Werbung. Hier steht einfach mit dabei C5 und auch ein Maß mit dabei. Hier hinten sieht man das Maß nochmal und wie viele Kuverts das sind. Und da heißt die Bezeichnung eben C5 für das große Format. Bei der quadratischen Karte, auch da habe ich von meinem Bastelladen mitgenommen. Und das hat jetzt keine Bezeichnung. Da müsst ihr einfach darauf achten, dass es groß genug ist. Es hat die Bezeichnung QD für quadratisch. Ich verwende immer 160 x 160 mm, also 16 x 16 cm. Das ist so ein Hauptstandardmaß, das man eigentlich überall bekommt. Sonderformate bekommt man ja da und dort im Bastelladen auch, aber hier einfach dieses Quadratische und darauf achten, dass die Größe dann stimmt. Und jetzt geht es ums Gestalten der Karte. Und da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, denn wir haben ja bei Stampin' Up zwei Arten von Cardstock oder Farbkarton oder Grundkarton. Einmal die Größe A4, hier eben in Grundweiß. Und wir haben aber auch die großen Bögen mit 12x12 Inch. 12x12 Inch bedeutet 30,5x30,5 cm. Und ich mache meine quadratischen Karten immer aus dem 12x12 Inch Papier und nicht aus dem A4 Papier. Man kann das machen, aber da hat man wieder Verschnitt und Reste. Mag ich nicht. Ich zeige euch also wieder beide Varianten. Variante 1 aus dem A4 Papier, Variante 2 Monika Style aus A4 und Variante 3, das ist das, was ich am häufigsten verwende, aber da muss man dann auf Inch wechseln. Das machen wir Europäer gar nicht so gerne, ist aber gar nicht so kompliziert, zumal wir hier nur kurz das Maß brauchen. Quadratische Karte Variante 1, das braucht wieder den Papierschneider. Und ein Blatt A4 Papier. Variante 1 heißt hoch schneiden bei 14,5. Das ist wieder das feine Maß, das man sich besser merken kann. Also hoch einlegen, 14,5. Man braucht keine weiteren ungewohnten Kommastellen. Und hier schneiden. Das ist ein Reststreifen. Und jetzt quer, Achtung, Schneideklinge weg, weil wir müssen zuerst falzen, 14,5 cm die Falzlinie ziehen und dann wieder ausklappen bei 29 cm, das kennst du ja jetzt ja schon, bei 29 cm schneiden. Dieser kleine Rest, entweder ein Mini-Etikett oder Abfallkorb und damit hat man schon die quadratische Form zugeschnitten. Dasselbe Spiel bei den Auflegern. Hier wieder noch einfacher mit 0,5 bleiben die Maße ident, weil ja die Karte 14,5 x 14,5 cm hat. Muss ich mir das erholen. Ich habe dieses Mal
Wilder Weizen verwendet eine sehr schöne Incolor, wie ich finde. Also der neue Aufleger, 14x14 cm. Und das grundweiße Papier, auf dem man gestalten würde, 13,5x13,5, wieder einen halben Zentimeter weniger. Würde man mehr Lagen machen, kann man das ja variieren oder eben auch sagen, ich hätte gern größere Schritte, noch einen breiteren Rahmen, dann das einfach anpassen. Variante 1 mit den 5 mm Schritten und Variante 2 ist das mit den 3 mm Schritten wieder. Das habe ich vergessen dazu zu schreiben, aber das wisst oder weißt du jetzt ja schon. 14,2, 14,2 und 13,9. Damit wird der Rahmen wieder ein bisschen schmaler. Die Karte passt schmaler mit drauf. Und man muss ja auch nicht jedes Mal mit Farbkarton hinterlegen. Man kann ja auch mal direkt einfach nur weißes Papier nehmen und kann auch das auf dieses Maß zuschneiden, damit das schön aussieht. Und ich finde auch mal weiß auf weiß sehr schick. Wer mit Lagen arbeiten möchte, dem soll aber hier im Video gezeigt werden, wie das ebenfalls funktionieren kann. So, Karte mit den einfachen Maßen 14,5 x 14,5. Und jetzt kommt wieder Monikas Style und ja, du kannst schon raten, 14,85 ist mein Maß, das ich mir merke. Hier funktioniert das wieder ident. Hoch einlegen das Papier. Und jetzt statt 14,5, 14,85 einen Streifen abschneiden. Und jetzt haben wir hier die Falzlinie bei 14,85. Ihr habt wieder dieselbe Karte, einfach eine Nuance größer und ihr müsst hier nicht zweimal schneiden, weil hier nochmal bei 29 cm geschnitten wird. Und jetzt noch die letzte Variante und das ist eben das, was ich am meisten mache. Dann habt ihr es schon überstanden und in wenigen Minuten seid ihr schon bereit zum Basteln. Das ist also das 12x12 Inch Papier. Und jetzt legt man sich das ein und 12x12 Inch kann man einfach halbieren. Ich muss das mal weiter raufschieben, dass du das sehen kannst hier unten. Variante 3 beim 12-Inch Papier heißt einlegen und falzen bei 6 Inch. Inch ist es zu hoch, sind die Maße hier. Und ich finde das ja super, weil wir einfach gleich beide Maße dabei haben. Da müssen wir nie überlegen, passt das oder nicht, sondern wir haben einfach beide Maße mit dabei. Wir müssen auch nicht umrechnen oder ein anderes Lineal holen, sondern hier können wir einfach bei 6 Inch anlegen und damit ist die Karte schon halbiert. Nicht schneiden, das erste Mal falzen. Dann umdrehen um 90 Grad, dass die Falzlinie quer einliegt. Wieder bei 6 Inch anlegen. Und jetzt schneiden wir. Und damit hat man sofort zwei Karten. Zwei ident große Karten. Und die sind jetzt einfach ein wenig größer, weil sie über die 15 cm drüber gehen. Es sind 15,25. Und wenn wir uns jetzt die anderen Varianten ansehen, ich lege die mal so übereinander, dass ihr das sehen könnt. Das ist die Karte 14,5, das ist die Karte 14,85 und das sind 6 Inch. Und jetzt hole ich noch das Kuvert mit dazu. Und das hat ja 16 mal 16 cm. Und da sieht man jetzt, das ganz Große passt perfekt mit rein. Wenn man viele Auflagen macht, wird es vielleicht zu dick. Dann sollte man von der Grundgröße reduzieren. Wenn man die ganz kleine nimmt, sieht man, das Kuvert ist doch deutlich größer. Deswegen entscheide dich dafür, welches Papier du zu Hause hast oder mit welcher Größe, welchen Maßen du dich am besten
Nein, nicht verbinden. Wo du dich am wohlsten fühlst damit einfach. Und dann schneide dir die Karten so zurecht, wie du das möchtest. Auch hier habe ich eine Variante dazu geschrieben mit dem Aufleger. Den habe ich aber dieses Mal am Anfang nicht 0,5 kleiner gemacht, sondern das bei 15,5 begonnen, weil mich das ja vielleicht von merken, welches Maß man hier verwendet, dann ein besseres Maß hat, weil es sind ja 15,25, würde man bei 14,5 beginnen, wäre der Abstand schon, also ist eigentlich so wie hier, wenn diese Karten aufeinander liegen, dann finde ich, ist der Abstand schon sehr groß und bei 15 mal 15 sieht das dann ungefähr so aus. Also hier stimmt es jetzt natürlich nicht, aber dann ist das viel schmaler und man hat wieder ein gutes Grundmaß, ein leichtes, das man sich gut merken kann, um wieder weiterzurechnen. Das ist wieder die 3 mm Variante und das sind die ganzen Grundkarten. Jetzt habe ich bei mir so einen großen Haufen an vielen, vielen Karten, die ich mir zurechtgeschnitten habe. Ich habe jetzt einfach die Arbeit quasi zweimal gemacht und habe hier ein gutes Paket für Karten, die ich dann vielleicht später nutzen kann. Ich danke dir fürs Zusehen, wünsche dir alles Gute und wenn es Fragen gibt, melde dich gerne bei mir. Hier stelle ich nochmal die ganzen Maße ein, damit man auch diese Blätter einfach als PDF hat und sich die jederzeit zurechtlegen kann. Alles Liebe und viel Spaß beim Kreativsein!